Hallo meine liebsten Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Gaming-Unterhaltungsfolge. Banishers Ghosts of New Eden geht weiter. Ja, wir sind hier angekommen, nicht vor Jericho, sondern in einer Bergstation. Und hier ist einiges los. Hier schreibt man dem Tod wirklich groß, aber wir gehen noch nicht weiter, sondern machen einmal das Fragezeichen. Haben Schatz gefunden. Schatz gefunden, eine neue Schatzkarte auch wieder gefunden. Also es ist ja wirklich herzzerreißend. Aber das bedeutet, wir haben zwei der drei Figuren für das Sumpflager tatsächlich entdeckt. Ich hoffe halt, dass das wirklich was Geiles dann ist am Ende. Und wenn wir es wirklich schaffen sollten, alles zu finden. Sonst wäre das schon ein bisschen traurig. Jetzt wäre ein guter Moment, um einige Worte der Macht auszusprechen. Nur zur Sicherheit. Da sehe ich keine großen Spuren, also müssen es ganz normale Schemen sein. Lasst euch sehen! Auf Wiedersehen. Verdammt! Gegner explodieren beim Ableben. Achtung, jetzt meinen sie es wirklich ernst. Stirb, du Drecksau! Achtung, ein Schemen ergreift Besitz. Sehr gut, haben wir es erledigt. Auch das haben wir erwischt. Ja. Schön haben wir wieder unsere Punkte gesteigert. Was ist da? Ich höre schon wieder dieses Wurzelzeugs. Da drüben. Schrecklich. Schrecklich, sag ich da nur echt. Es ist wirklich wahr. Ja. Das habe ich nicht so gern. Ich finde es eher zum Rehren. Aber ja, was soll man machen? Juhu. Bist du oben? Eines ist hier. Eines ist dort.
Und uns da drüben. Keine Wurzeln. So gefällt mir das. Das war jetzt nicht schwer. Zum Glück. Wo führt uns der ganze Schmafu hin? Hm? Ich gehe da nicht rein, wenn ich nicht muss. Hat keinen Sinn, da drunter zu gehen. Interact, okay, wir dürfen nicht. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich wieder uns die Story dann dahin führen. Ist dem so? Ja, offenbar. Haben wir wieder schon Vorarbeit geleistet für später. Dann ist jetzt auch nicht tragisch, ne? Wir können ja eh weitermachen. Sind wir halt nur wieder gestärkt. Dass es in der Hauptstory kompliziert wird. So haben wir wieder unsere Attribute geboostet. Jetzt war da oben aber noch irgendwo ein Eingang. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Ist das so? Aber das war gar kein Eingang, das war nur so was. Ja, muss man wissen. Supi. Oder war der Eingang da oben? Da war noch was, ja. So leicht wie von einem Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Das lässt du mich nie vergessen, was? Okay. Ja, haben wir das zumindest schon einmal alles abgegrast, wie gesagt, falls wir dann drüben weiter müssen. Haben wir den Weg soweit geklärt. Den Schatz haben wir auch gehoben. Weil das auf der Karte, was man da bekommt, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Irgendwie kann es sein, dass das aber. Ja. Hier war der Geist. Das heißt, irgendwer ist noch am Leben, sagt der Geist. Er führt uns dorthin. Ich das liebe. Sonst hat da jemand geschrien. Ja.
Erstmal sie looten. So lange muss ich schon durchhalten. Ja. Alliopsasa für die Lalala. Kommen. Nein, ich trau mich nicht. Da ist wieder was los. Da fällt auch nichts Besseres ein, hm? Wer Energie hat zum Schreien, der hat genug Kraft, um alleine zu kämpfen. Mein Bolzen ist hinüber! Hinter dir! Oh, der Dicke! Sie lernen es einfach nicht, oder? Der Schemen hat eine Leiche entdeckt und will sie für sich haben. Das war's für dich. Bist du sicher, dass du nicht verletzt bist? Mir geht es gut. Entspann dich. Ja, ihr schon, aber ihm nicht, ne? Besser als jede Kanone. Lass da mal zusammen sammeln. Hallo. Hallo. Erst looten. Ansprechen. So, was ist da jetzt? Gerade rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch Das ist mein Mann. Ich bin Herrn Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner. Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Jetzt sind wir mal noch stecken, Heuschnitt zu lenken. Ihr versteht bestimmt. Na. Wieso kommt ihr jetzt zurück? 7 Jahre. Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. Wir haben eure Männer gefunden. Wir haben den Rest eurer Männer draußen entdeckt. Sie haben nicht überlebt. Tut mir leid. Wir wurden überrannt. Ich schickte Matthews und Williams mit Vorräten los, um den Seilzug zu erreichen. Es war eine riskante Mission, aber Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Es müssen schwere Entscheidungen getroffen werden, ja, es ist so. Mag sein. Schwierige Entscheidungen sind mitunter nötig. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihn nicht auch die Befehlshaber aufbringen. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche in New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten. Harte Zeiten.
Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten, Minenarbeiter, krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Es ist nicht leicht zu finden. Ihr habt mein Beileid, ja. Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und wir werden bis zum Sieg durchhalten. Wir sollten uns auf den Weg zurück zum Fort machen. Wir werden euch begleiten. Die Schemen der Mine hegen einen Groll gegen Captain Pennington. Ich habe uns eingesperrt, als ich den Riegel demoliert habe. Wenn es einen Ausweg gibt, finden wir ihn. Und die geht jetzt tatsächlich mit uns mit? Du bist besser als jede Kanone. Beeindruckend. Ihr okay. Verbanner seid echt erstaunlich. Das ist alles ein Teer. Ich bin nur die Hilfskraft. In der Infanterie meines Vaters war auch ein Verbanner. Gut für die Moral, meinte er. Soldaten tragen ihre Geister normalerweise mit sich. Krieg ist gut für unser Geschäft. So habt ihr euch wohl kennengelernt. Ich erkenne Soldaten daran, wie sie kämpfen. Ich war nie bei der Armee, aber ja, so etwa. Na gut. Schade, wäre geil gewesen, wenn da irgendwelche... Wir kommen wieder, mein Freund. Mein Beileid. Und jetzt? Verpissen wir uns. Na, jetzt geht's. Geil. All das für zwei jämmerliche Pulverkisten. Wie tief wir durch Pennington gesunken sind. Wenn ihr ihn nicht ausstehen könnt, warum seid ihr ihm gefolgt? Ich folgte seinem guten Ruf, aber er ist nicht mehr derselbe. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Das, was ich tue. Er sitzt hinter seinen Mauern und wartet darauf, dass sie fallen. Ich kämpfe hier draußen ums Überleben. Wir kämpfen um unser Leben. Und der Captain ist im Weg. Diese inneren Spannungen sind ein Risiko für die Sicherheit des Forts. Ein notwendiges Risiko für das Überleben aller. Aber es stimmt. Das muss aufhören. Naja. Bringen wir sie mal zurück. Da können wir mal das Fort betreten vielleicht. Lass die Kisten hier. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Ja, das noch mehr sterben, ne? Der Weg sollte sicher sein. Wir haben die Gegend von Schemennestern gesäubert. Dem Himmel sei Dank. Folgt mir. Da oben ist noch eine Truhe. Wir nehmen alles mit. So. Folgen wir ihr. Hier haben wir gesäubert, ja. Wie er sagte, der Weg ist sauber, rein und frei. Gut. Mach das Tor auf! Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn.
Ah, okay. Ich dachte, der schickt ihn wieder irgendwo hin. Okay, Fort Jericho, wir haben es geschafft. Williams und der andere Bursche. Matthews, ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Im Aufzug ist Munition. Shepard und Abbott sollen sie herbringen. Ihr könnt es nicht töten, aber verlangsamen könnt ihr es. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, Kumpel. Seid ihr die Verstärkung, die Pennington angefordert hat? Red McGrath, der Verbanner. Leider muss ich euch enttäuschen. Ein Jammer. Wir könnten jemanden wie euch gut gebrauchen. Theodore Shepard, Scharfschütze, der Beste von allen. Ich bilde einige der Jungs hier aus. Vielleicht können wir euch auch mal was zeigen. Ich kann gut genug schießen, aber danke. Wo habt ihr das Schießen gelernt? Wo habt ihr das Schießen gelernt, Mr. Shepard? Im Krieg, Kumpel. König Philipps Krieg? Ja, als ich alt genug war, habe ich mich freiwillig gemeldet und bin gegen die Rothäute ins Feld gezogen. Das Schießen war mir in die Wiege gelegt. Einmal habe ich einen über 500 Yards erledigt. Was sagt ihr dazu? Ich bin Prinz Löwenherz. Es gibt es ein neues hier. Erzählt mir von eurer Welt. Welchen Teil? Zum Beispiel dem Teil, in dem Captain Pennington vorkommt. Der Captain? Ich kenne ihn kaum. Er kümmert sich um sich, ich mich um mich. Hat wohl den Verstand verloren. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen. Man könnte es auf den Fluch schieben, aber er war schon immer ein verschlossener Bastard, seit er Frau und Kind verloren hat. Penningtons Familie ist tot? Das habe ich nicht gesagt. Aber wer weiß. Jedenfalls sind sie nicht mehr hier und der Captain hat es nicht verkraftet. Über Helen Priest. Helen Priest, sagt mir, wie sie in eure Welt passt. Frauen dürfen nicht in den Krieg, aber für sie sollte man eine Ausnahme machen. Ein Jammer, dass Pennington ihr nicht über den Weg traute. Ich habe an der Seite vieler tapferer Männer gekämpft. Keiner kann Helen Priest das Wasser reichen. Über euch. Wieso erzählt ihr mir nicht ein bisschen von euch? Kumpel, ihr müsst nur wissen, dass ich der beste Schütze auf diesem Kontinent bin. Priest und Pennington streiten sich zu oft, um das zu erkennen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Und möge der Pfad euch Glück bringen. Na los, ihr Mistkerle. Kommt raus und spielt mit Teddy. Mit dem Teddy? Guten Tag, Fräulein. Fräulein? Ich bin Jägerin Flora Abbott und ich schieße nie daneben. Und ihr? Passiert selten, aber ja, manchmal schieße ich daneben. Red McGrath, Verbanner. Ich habe von euch gehört, als ihr hier angekommen seid. Ist eure Freundin gar nicht bei euch? Sie ist gestorben. Sie ist im Geiste bei mir. Tut mir leid, das zu hören. Was Schlaueres fällt mir leider nicht ein. Wenn ich euch irgendwie helfen kann? Naja, vermutlich kann ich das nicht. Ihr geht für das Fort auf die Jagd? Ihr geht also für das Fort auf die Jagd? Gehört ihr zur Miliz? Ich diene auf meine Weise. Vor dem Fluch habe ich mit den Leuten von New Eden Handel getrieben. Fleisch und Felle im Tausch für das, was immer ich brauchte. Wie seid ihr in New Eden gelandet? Verzeiht mir, aber ihr seid anders als die meisten Menschen hier. Und doch gehöre ich hierher. Ich wurde auf einer Farm nahe Boston geboren, aber die Wildnis war mir stets lieber. Also kam ich nach New Eden. Nach einer Weile ist mir der Ort hier ans Herz gewachsen. Er ist verflucht, aber ich bin immer noch hier. Was gibt es Neues? Was gibt es zu berichten? Erzählt mir von eurem Alltag. Würdet ihr mir denn zuhören? Erzählt mir von Captain Pennington. Ich habe schon für schlimmere Menschen gearbeitet. Ich bin fähig und mache keinen Ärger. Und er sorgt dafür, dass ich keinen kriege. Er respektiert mich. Das macht ihn zu einem ausgezeichneten Menschenkenner. Findet ihr nicht auch? Was könnt ihr mir über Helen Priest erzählen? Ehrlich gesagt gehört sie nicht zu meinen Lieblingsmenschen. Aber im Kampf gegen die Untoten erweist sie sich als nützlich. Wie geht es euch? Ich mache meine Arbeit und ich mache sie gut. Auch wenn es nur wenige würdigen. Okay.
Ich empfehle mich, Flora. Lasst euch nicht aufhalten. Oh, die darf man. Ist die smooth, die Dame. Schönes Hütchen. Das erste, was wir tun, wenn wir hier ankommen, ist, den ist schon nichts mehr um den blinden Mann und Rest. So gehört sich das. Ihr könnt es nicht töten, aber verlangsamen könnt ihr es. Ah, sie ist es, okay. Gewesen. Erfreulich, euch lebendig zu sehen, mein Herr. Macht es kurz, ich bin im Dienst. Geht es den Leuten? Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Die meisten sind Farmer, Verkäufer, Hausdiener, Jäger. Wir haben einen alten Soldaten, aber der ist krank. Die noch stehen, sind wandelnde Leichen. Von wegen kampfbereit. Aber wir halten die toten Horden auf. Noch zumindest. Kein fairer Kampf, hä? Ja, es ist falsch. Es ist schlimm, aber wir tun unser Bestes, es wieder gut zu machen. Das sogenannte Paradies von New Eden, hä? In was für ein Drecksloch wir es doch verwandelt haben. Aber wenn wir aufhören zu graben, sterben wir. Was gibt es Neues hier? Gab's irgendwas Interessantes? Wenn ich was weiß, sag ich's euch. Aber macht schnell, ich hab zu tun. Wir beide hatten ja schon mit dem einen oder anderen Offizier zu tun. Erzählt mir etwas über den Captain. Fast 20 Jahre Dienst und ich hatte nie einen effizienteren, kompromissloseren Kommandanten. Er sitzt einem ständig im Nacken. Aber das ist gut so. Aber damals ist damals und heute ist heute. Er ist nicht mehr der, der er einst war. Aber nerven kann er immer noch. Was denkt ihr jetzt über Helen Priest? Nun, sie ist wie ihr Mann, nur besser. Es liegt ihr im Blut zu führen. Sie erinnert mich an meine alte Mutter. Die Königin von Topsfield Common nannten wir sie. Zum Kommandieren geboren. Da gab es keine Widerworte. Kanntet ihr Sebastian Priest? Ja, ich kannte ihn. Guter Mann, ausgezeichneter Soldat, hatte hehre Ideale, ist aber nicht rumstolziert wie eine Krähe im Rinnstein. Held. Das ist eine Bezeichnung, die oft nicht angebracht ist. Aber Lieutenant Priest war ein Held, und zwar ein waschechter. Auf Wiedersehen, Soldat. Müssen wir noch mitnehmen, der Loot. Mehr Fälle. Seid gegrüßt. Willkommen in Ingersolls Gemischtwarenladen. Ich bin Batschiba Ingersoll, die Besitzerin. Batschiba? Was darf sein? Ein Kamm vielleicht? Ein Kamm. Guter Witz. Red McGrath, freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hatte mit eurer Freundin Miss Duarte das Vergnügen in New Eden Town. Mein allerherzlichstes Beileid. Sie schien eine so lebhafte, entschlossene junge Frau. Und sie wollte der Stadt ebenso schnell den Rücken kehren wie ich. Erzählt mir von euch. Erzählt mir von eurem Laden. Von euch. Unser Laden in Boston war damals riesig und fein. Aber das Feuer am North Square im Jahre 91 hat ihn verwüstet. Wir sind mit Nathaniel nach New Eden. Aber bevor Nettie wieder zurückkehren konnte, starb mein Gatte. Dann kam der Fluch. Und jetzt sind wir hier. Willkommen bei Ingersolls in Fort Jericho. Ihr wolltet nie etwas anderes tun? Mein Gatte war erfolgreich und wohlhabend. Ich war jung und klug. Wir waren füreinander geschaffen. Er hat mir alles beigebracht. Dieser Laden ist mein Geschäft. Mein Vermächtnis. Meine Geschichte. Wir sind unzertrennlich. Ich führe diesen Laden nicht nur gern, sondern mit Liebe. Was gibt es Neues? Eine Ladenbesitzerin hört doch sicher allerhand. Erzählt mir etwas Interessantes. Es bleibt doch unter uns. Ihr haltet mich also für eine Klatschtante? Was wollt ihr wissen? Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Er lässt mich Handel treiben. Ich mag den Mann.
Er meint, Ingersolls Laden wäre gut für das Fort. Ich kann ihm da nur beipflichten. Was könnt ihr mir über Helen Priest erzählen? Ich mag sie. Auch wenn sie impulsiv ist, spricht nicht viel. Wäre gerne Anführerin, dabei sollte sie wissen, wo sie hingehört. Unter den Captain. Wenn ich jetzt so nachdenke, denke ich, ich mag sie wohl doch nicht so. Super. Und wie ergeht es vor Jericho im Allgemeinen? Nun, es ist kalt. Die Leute leiden oft Hunger. Ich kann euch nicht mehr sagen als andere Leute auch. Aber Ingersolls Laden hat geöffnet, also bin ich zufrieden. Ja, dann zeig mal. Wollen wir Handel treiben? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Alles Begehrenswerte. Oh, was hat's denn da alles? Ja, eh alles. So. Geisterpick. Amulett. Spektralresistenz. Je niedriger die Geisteranzahl, desto höher ist der von Red und Antea verursacht die Schaden. Amulett, haben wir nicht sowas ähnliches? Stärke, Geschick, Vitalität hat das. Und das, was wir angelegt haben, war es halt so eine Ausdauer. Spektralresistenz hat 16, Geistpunktgewinn 11. Das ist. Zorn, Ausdauer. Ich meine, das Problem bei dem ist, es gibt halt Stärke, Geschick, Vitalität. Das wären halt wieder eher Sachen wie Red. Kraft der Ruhe. Ah, das ist, wenn ein Gegner mit Gewehren kommt. Okay. Vitalität, rote Göttin, Brosche, Seltenschein. Oh. Eisen. Roheisen aus der Mine. Okay. Und das wäre tatsächlich irgendwie noch am interessantesten. Aber wie gesagt, Stärke, Geschick, Vitalität, das würde sie nur wieder schwächen. Aber die Vitalität ist ja. Die Lebenspunkte, genau. Scheiß drauf. Ich muss mich verabschieden. Geschaut haben, danke, das war wichtig. Danke für euren Besuch. Beehrt uns bald wieder. Kein Ferdinando hier. Okay. Dann sind wir mal hier. Der Laden ist natürlich geschlossen. Das ist klar. Sie hat aber etwas, was man stehlen kann. Kupfer. Der Rest ist zu. So, was haben wir hier jetzt? Ja, das sehen wir für den Orientierungspunkt. Den haben wir erledigt haben.
altes Versteck. Elisa, mein Großvater ist nun endlich von uns gegangen und ich habe sichergestellt, dass er mir ein kleines Erbe hinterlässt. Es ist nicht viel, aber es wird uns bis zum nächsten Jahr über die Runden bringen. Schon bald werden wir Mann und Frau sein. Wenn du in Not bist, finde ihn. Das Glück begünstigt die, die bei Tagesanbruch erwachen. Auf ewig dein Arsch. Okay. Da werden wir sicherlich ganz viel finden. Ja, war klar. Verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Krieg ändert sich nie. Gibt es einen Grund, einen Krieg zu beginnen? Ja, sagen die Könige. Nein, sagen die Witwen. Wen kümmert es? Sagen meine militärischen Lehrer, denn wir sind Soldaten, die für das Kämpfen, Töten und Sterben bezahlt werden. Hätte der Krieg mit den Indianern vermieden werden können? Möglicherweise. Aber es wurde zu viel Verrat begangen und zu viel Blut vergossen, um jemals Frieden zu schließen. Wir haben als gottesfürchtige und aufstrebende Nation versagt. Und von Leuten, die nie die Leichen von Frauen und Kindern, von Kolonisten und Eingeborenen in den verbrannten Ruinen ihrer Farmen und Dörfer in der regnerischen Morgendämmerung gesehen haben, könnte ich für das Schreiben dieser Zeilen verurteilt werden. Ich gehörte zu den Soldaten, die nach den Massakern nach Bloody Brook geschickt wurden, um die Leichen zu zählen. Ich gehörte zu denen, die in der großen Sumpfschlacht von 1675 gekämpft haben, und auf dieses Gemetzel bin ich nicht stolz. In meinen Träumen werde ich heimgesucht. Ich hoffe aufrichtig, dass das neue Kommando, das ich in New Edentown angetreten habe, mich von jedem neuen Krieg fernhalten wird, den ich zu gewinnen habe. Das hat wahrscheinlich dein Leben kostet, das neue Kommando, aber ja. So sei es. Ich bereue es. Ah, das war wahrscheinlich das Fragezeichen, die Truhe. Nee. Also King James Bibel schon wieder. Ja, wo brauchen wir die ja noch? Die brauchen wir ja nicht mehr. White's Brief an Matthews Familie, Juni, Juli 1695. Sehr geehrter Mr. Matthews, ich schreibe euch in der Hoffnung, dass euch dieser Brief baldigst erreichen wird, mit welchem ich euch leider über den tragischen Tod eures Sohns Elliot informieren muss, der kürzlich an den Hängen von Mount Jericho ums Leben kam. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Matthews und seine Kameraden von Feinden angegriffen. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass alle dabei ihr Leben lassen mussten. Euer Sohn sprach oft von seiner Familie, vor allem von euch, seinem Vater, insbesondere von seiner geliebten Schwester. Ihr sollt wissen, dass Elliot als Held starb. Hochachtungsvoll in tiefster Trauer, Andrew White. White's Brief an Williams Familie, Juni oder Juli 1695. Sehr geehrte Dame, ich weiß, wir kennen uns nicht, doch mein Kommandant sagte mir, dass ihr mit dem jungen Talbot Williams der Miliz von New Eden verlobt seid. Ein guter und tapferer Mann. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass er tragischerweise von uns gegangen ist. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Williams und seine Kameraden von fürchterlichen Feinden angegriffen. Leider verloren in diesem Gefecht alle ihr Leben. Wir werden den jungen Talbot als stets motivierten Freiwilligen in Erinnerung behalten, der sich nie beschwerte, auch nicht dann, wenn ihm alles abverlangt wurde. Es gab niemanden in der Miliz, der ihn nicht als Freund betrachtet hat. Hochachtungsvoll und in tiefster Trauer, Andrew White. Ah, das sind die Zellen. Oh, no Bibel. Wenn ich nochmal 5 habe, kann ich die wieder abgeben oder was? Lagerraum. Abgeschlossen. Naja, warum auch nicht, ne? Okay.
Hochwertiges Eisen für Nelly suchen. Achso, das sollte man vielleicht... Ah! Das habe ich schon längst wieder vergessen. Aber das ist gut. Und das könnten wir tatsächlich machen. Die Quest, weil das wäre auch nicht, das könnten wir schnell erledigen noch, ne? Herr Banner. Wollen wir Handel treiben? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Eisen. Ich muss mich verabschieden. Und möge Gott euch leiten. Eisenmangel. Das ist gut. Da oben könnten wir uns ausruhen. Guten Tag, der Herr. Nathaniel Sather, zu Diensten. Wie kann ich euch behilflich sein? Das bleibt abzuwarten, Mr. Sather. Red McGrath übrigens, der Verbanner. Erzählt mir von euch. Ihr scheint recht gesprächig. Wir kriegen hier nur selten neue Leute zu Gesicht. Vergebt mir, wenn ich die Gelegenheit zum Gespräch nutze. Erzählt mir von euch, von eurem Geschäft, davon, was euch wichtig ist. Ich stamme aus Boston und ich liebe diese Stadt. Da ist so viel mehr los. Eine schöne Mischung aus Geselligkeit und Anonymität. Dieses Leben vermisse ich. Die Musik. Die Farben und die Üppigkeit, das geschäftige Treiben, die Vergissmeinnicht der Blumenhändlerin. Ah, die Vergissmeinnicht. Ich möchte so gern dorthin zurück. Die Arif? Warum seid ihr dann hier? Ich bin der Ladenjunge. Wenn der Laden umzieht, ziehe ich mit. Der alte Ingersoll hat damals, 78, in Boston einen Kolonialwarenhandel eröffnet und dann bei Chiba geheiratet. Ich kam mit nach New Eden mit der Absicht, schleunigst wieder zurückzukehren. Aber dann starb Mr. Ingersoll und ich verlängerte meinen Aufenthalt. Sie nahmen mich bei sich auf, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe keine Familie. Nur meinen Thomas, meinen besten Freund. Mhm. Wie meine Großmutter sagen würde, habt ihr das Talent, selbst einem Tauben noch ein Ohr abzukauen. Aber ihr hört sicher auch jede Menge Interessantes. Oh, wenig, um ehrlich zu sein. Pennington hat John Rumble in die Miliz aufgenommen, was John mir Rambo? Absolut nichts bedeutet. Dann ist alles gewonnen. Ich glaube, John war unten in der überfluteten Mine. Das war sicher nicht angenehm. Vielleicht wird ihm die Miliz gut tun. Man weiß nie, wer ein guter Soldat wird und wer nicht. Ihr habt da sicherlich mehr Erfahrung als ich. Aber ich bin mir sicher, für mich wäre es nichts. Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Der Captain? Ich kann nun wirklich überhaupt nichts Schlechtes über diesen furchtbar antiquierten, überholten, alten Mann sagen. Sein Erfahrungsschatz ist eine Inspiration für uns alle. Obwohl ich gar nicht darüber nachdenken will, was all diese Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber wir sollten Respekt vor den Älteren haben. Uns ihre Sicht der Dinge anhören. Und sie dann prompt ignorieren, während wir in die Zukunft blicken. Und was haltet ihr von Helen Preece? Ich würde ihr das Kommando übertragen, wenn ich könnte. Sie ist intelligent, vertrauenswürdig, denkt selbst, nicht an eine alte Doktrin gebunden. Die Leute hier sind verzweifelt, sie sind krank. Sie brauchen jemanden, der tapfer ist. Und Helen Preece fürchtet sich vor nichts. Und wie ergeht es Fort Jericho im Allgemeinen? Es ist kalt. Unsere Kleidung vermisst Eleganz und die Wände sind trist. Es gibt keine Musik, keine Geselligkeit. Niemand ist fröhlich. Boston ist keine große Stadt, aber ich vermisse sie. Ich frage mich, was ich aus dem Ort hier machen könnte, würde man mich nur lassen. Auch wenn man eine Rübe rot anmalt, wird sie nicht zum Apfel. Ha.
Das stimmt. Aber wenn man nur genug rot angemalte Rüben hier stapelt, entlockt es sicher selbst im grimmigsten Schotten ein Lächeln. Okay. Ich muss los. Danke für eure Zeit. Gebt auf euch Acht und keine Ursache. Schlüssel zum Militärarsenal. Militärarsenal, ist das unten im Keller? Was wir da eben gesehen haben. Und ja, schau! Was ist das? Das war doch hier, ne? Lagerraum. Abgeschlossen. Was ist dann die Truhe? Ah, aber dann war es doch die Truhe, okay. Nee, ich hab gedacht, weil im Lagerraum, ich weiß jetzt nicht warum. Aber das war mein Gedanke. Notiz über die Waffenkammer. Achtung, das Gebäude ist im schlechten Zustand. Der Zutritt zum Obergeschoss ist verboten. Vorsicht. Herabfallende Objekte. Okay. Na, dann müssen wir nochmal so rein. Gut. Kommen wir? Geisterschutztrank auf 4. Stärke, Geschick, Vitalität. Du leistest 20% weniger Schaden, aber erhältst 40% weniger Geisterpunkte. Ja. Kann ich bei dem bleiben, tatsächlich. Aber was man hat, das hat man. Gut. Das haben wir sozusagen erledigt dann. Wir könnten jetzt tatsächlich, wir werden jetzt an den Ding aktivieren. Dann werden wir zurückreisen und schauen, was die für uns parat haben mit dem Eisen. Komisch, ne? Das ist eine Schmiede, aber offenbar mag niemand mit uns sprechen. Er ist noch verschlossen, okay? Dann müssen wir wahrscheinlich erst einmal mit dem Pennington sprechen. Bibeln sammeln. Brief von Cotton Peabody's Schwester. Mein lieber Cotton, ich weiß, es ist schon lange her und du hast mich gebeten, dir nicht mehr zu schreiben, aber an jedem Tag hast du mir das Herz gebrochen. Also versuche ich ein allerletztes Mal mein Glück. Es betrübt mich, von deinem schlechten Gesundheitszustand zu erfahren zu haben und ich hoffe, dass du dich bald wiederholen wirst. Errol und ich haben ein kleines Mädchen bekommen. Ich weiß, dass du nie akzeptiert hast, dass ich ihn liebe, aber wir sind glücklich verheiratet. Wir haben unsere Tochter Mary genannt, nach unserer geliebten Großmutter. Wir leben in einem wunderschönen kleinen Haus. Wir haben eine Kuh und 7 Hühner und Errol hat Arbeit als Schmied gefunden. Es ist kein unbeschwerliches Leben,
aber wir haben Essen auf dem Tisch und Feuer im Kamin. Ich bin glücklich und fühle mich geliebt und ich wünsche mir, dass es dir ebenso ergeht. Ich werde versuchen, dir etwas Geld zu schicken, bis wir wieder von dir hören. Deine sich sorgende Schwester Waverly. Poesie des gefreiten Matthews, Krankheit eines Soldaten, linke Seite, die Schatten singen, der Himmel fällt herab, Tage werden zu Nächten, die Schemen stehen vor meiner Tür, ich kann hören, wie sie an der Pforte kratzen, ich kann weglaufen, aber niemals entkommen, die Schatten sind gut zu mir, ich kann hören, wie sie meinen Namen rufen, durchgestrichen. Ich bin eine lebende Hülle ohne Seele, nur ein Geist, der sein eigenes Haus heimsucht, rechte Seite. Gehe den Tod entgegen, hauch meinen letzten Atemzug aus. Mutter sagte stets, der Tod ist nur der Horizont. Früher hatte ich Angst. Jetzt sehne ich den Sonnenuntergang herbei. Brief des gefreiten Talbot Williams, meine liebste Ethel. Einige meiner Kameraden sind erkrankt. So zimperlich wie ich bin, kann ich nicht für sie tun. Matthews hat die Nacht an der Seite der Schwester verbracht und das Erbrochene einer Weise rausgetragen. Ein guter Mann, auch wenn er nicht viel spricht. Mir ist kalt, ich habe Hunger und ich bin müde, aber der Feind lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Dein Talbot. Offizielles Dokument. Durch den Tod des gefreiten Thoroughbury gehen dessen Habseligkeit, darunter auch seine Flinte, auf seinen Wunsch hin in den Besitz von Teddy der Schatten über, um seine Taten auf dem Schlachtfeld von Bloody Brook zu würdigen. Möge der Schatten diese hervorragende Flinte mit Ehre tragen. So, ich glaube, jetzt sind wir beim richtigen Haus. Notiz bezüglich des Archivs, bezüglich Archiv, alle Akten, Berichte und andere Dokumente, die aus New Eden hergebracht wurden, befinden sich jetzt oben in der Waffenkammer unter Verschluss. Wer sie einsehen möchte, wende sich an mich, Captain Pennington. Captain Pennington? Keine Zeit, kein Ausweg, keine Hoffnung, kein Weg hinein. Keine Zeit, einfach keine Zeit. Captain Pennington, Sir. Mr. McGrath, ihr seid am Leben. Es gibt Arbeit. Arbeit? Ihr hattet Arbeit, eine Mission, uns ein letztes Fünkchen Hoffnung bringen, unsere Herzen erfreuen, bevor uns der Abgrund verschlingt. Ihr dämlichen Geheimniskrämer wart auch keine Hilfe. Die Sache ist erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr und kaum mehr Zeit. Nun bleibt nur mehr der Abgrund. Willkommen zum letzten Gefecht, McGrath. Willkommen am Ende. Ich würde noch nicht aufgeben, Captain. Ich habe Helen Priest gefunden und wir haben Vorräte. Beides reine Zeitverschwendung. Nicht ganz. Wir haben ein Leben gerettet und mit dem Proviant könnt ihr weitere retten. Zu welchem Zweck? Um ein paar Tage mehr herauszuschinden? Eine Woche vielleicht? Ihr habt niemanden gerettet. Nur die Qual in die Länge gezogen. Die Toten werden kommen. Bald schon umschließen ihre knochigen Finger unsere Kehlen. Das Ende ist unausweichlich. Die Leute sind eure Leute besetzen die Wehranlagen, bereit zum Kampf. Ihr klingt wie Priest. Sie hat sich verändert. Ihre Rückkehr nach Fort Jericho hat sie leichtsinnig gemacht. Unüberlegt. Streitlustig. Ich glaube, sie hat den Verlust ihres Mannes nicht verkraftet. Die Rückkehr an den Unglücksort hat scheinbar die alte, schwerende Wunde aufgerissen. Sie wird sich bald schon zum Lieutenant gesellen. Wenn unsere Verteidigung schlussendlich zusammenbricht, werden wir alle in der Grube enden.
Ich würde sagen, euer taktischer Rückzug aus New Eden Town ging nach hinten los. Die Stadt war dem Untergang geweiht. Wir waren uns in allem uneinig. Es blieb nur noch der Rückzug. Wir wussten nicht, dass es kein Entkommen gab. Newsmith nahm die Tapferen und der Gouverneur sandte ihm die Verängstigten. Wir waren von Anfang an uneinig. Die Newsmiths. Die Newsmiths verstecken sich im Wald und planen, sich bald nach Boston abzusetzen. Sollen sie nur nach Boston gehen? Der Fluch ist ihnen auf den Fersen, bis sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Gouverneur Haskell. Ich bin dem Gouverneur und seinen Leuten begegnet. Sie sind in den Harrows. Die Felder liegen alle brach. So wie der Rest von New Eden. Der Tod hängt in der Luft und lauert im Wasser. Als befehlshabender Offizier müsst ihr doch jeden Winkel dort kennen. Die Ecken und Winkel dürfen bleiben, wie sie sind. Ich habe andere Prioritäten. Wieso seid ihr denn erzählt von euch? Erzählt mir mehr von euch und eurem Werdegang. Ich tat meine Pflicht und hatte das Glück, lebendig heimzukehren. Mehr nicht. Kriegsveteranen erzählen keine Geschichten. Das dachte ich auch einmal. Ich lag falsch. Die Stille war ein gefundenes Fressen für meine Geister. Es tut gut, das Schweigen zu brechen. Sollte ich das je tun, werdet ihr nicht dabei sein, junger Mann. Warum seid ihr nach New Eden gekommen, Captain? Warum hierher? Weit weg von den zahlreichen Kriegen, die wir führen? Ich habe genug Franzosen erschossen und mehr als genug Indianer. Kam denn sonst niemand mit? Sorgt euch um euch selbst, mein Sohn, nicht um mich. Es ist nur, da hängt ein Bild an der Wand. Eine Familie. Ich hatte einst ein Weib und eine Tochter. Einst. Ich werde euch nicht mit ihrer Geschichte belustigen. Wie stehen die Dinge hier? Wie ist die Lage, Captain? Ihrer Einschätzung nach? Keine Veränderung. Die Toten drängen aus den Minen. Wir schießen sie ab und verschaffen uns eine Atempause. Bald darauf beginnt der Ansturm aufs Neue. Der Zeitpunkt unserer Auslöschung rückt näher und näher. Die Toten lassen sich ebenso wenig zurückdrängen wie die Wellen des Meeres. Die Menschen haben Hoffnung. Die Leute haben bereits genug Sorgen. Und ihr führt sie noch weiter in die Dunkelheit. Ich habe das Geflüster vernommen, das Gemurmel, das Schattennetz der Intrigen. Wir kämpfen bis zum Letzten. Wir setzen uns zur Wehr, bis die Vergeltung sich aus dem Abgrund erhebt und uns alle in die Hölle hinabreißt. Dann habt ihr ja was, auf das ihr euch freuen könnt. Ich sehe den Reiz dieser langwierigen Tortur nicht. Wie bedauerlich. Denn dank euch und der Zeit, die ihr uns verschafft habt, wird unsere Tortur umso langwieriger. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Und wenn ich sie nicht erteile? Versucht ihr, mich anzuwerben, Captain? Glaubt ihr wirklich, ich würde den Schilling des Königs annehmen? Wenn ich euch genug Schilling böte, ganz sicher. Ich brauche keinen neuen Lieutenant. Aber wenn ihr es wünscht, dürft ihr bleiben. Das ist der Schlüssel zum unbenutzten Nachtturm. Euer Quartier für die Zeit. Sie hat sich vom Tod ihres Gatten nie erholt. Okay, wir haben den Schlüssel zum Turm. Sehr gut. Dann beziehen wir unser Quartier. Auf der einen Seite ein von der Welt geschundener Captain, auf der anderen sein Rivale, meuternd, heimgesucht. In einem von rachsüchtigen Schemen belagerten Fort. Hinter all diesem Dreck steckt etwas anderes, etwas Dunkleres. Könnte schlimmer sein. Unterirdisch. Am Unterschlupf rasten. Schon am neuen Bibel.
Das heißt, könnte man noch kurz zurückreisen zum Jägerdorf. Bei Nelly das Eisen geben. Damit auch das erledigt ist. Zum Jägerlager. Ja, aber ich möchte gerne wissen, was wir da bekommen dafür, ne? Das war doch ein weiter Weg jetzt. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Irgendwas wird sicher sein. Und wenn es nur die Erfahrungspunkte sind. Diesmal steht sie hier natürlich nicht, diesmal ist sie drinnen. Was für eine Geschichte. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWaith. Ich konnte Eisen für euch auftreiben. Ich musste danach graben, aber ich habe Eisen für euch gefunden. Genügt euch das? Auf jeden Fall. Gebt mir etwas Zeit und ich werde etwas Nützliches für euch fertigen. Wartet's nur ab, ihr werdet begeistert sein. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWraith. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWraith. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWraith. Abwarten, bis Nelly die Belohnung geschmiedet hat. Okay. Ja. Kann man ja nichts machen, außer wieder zurückreisen. Und abwarten, bis es soweit ist, dass wir die Belohnung bekommen. Ja, so ist das. Zum Glück sind wir ja schon im Vor. Ist doch schon einmal ganz gut. Auch nicht voll herumeiern. Okay, wie schaut's jetzt kartentechnisch aus? Jetzt geht's relativ zügig. Jetzt haben wir schon 73% der Karte. Weil immer noch so viel von Nebelschleier gefühlt umzogen ist, aber das wird sich dann alles relativ zügig lichten. Ja, jetzt sind es nur 27%, dass wir alles wieder, dass wir alles aufgedeckt haben. New Eden Town. Ja. Na spitze, dann haben wir das soweit erledigt, würde ich sagen, mit dieser Folge. Und in der nächsten geht's dann weiter. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.